Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Girls Mod Star Wars AP. Wir auf der LGN zur aktuell unser Außenposten angegriffen. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Hier oben sind irische Jäger. Die uns gerade das Leben ein bisschen schwer machen. Überall hinterher schießen. Aber naja. So, wie ihr seht, brennt ein bisschen was. Ich bin ja eigentlich erst auf den Zug aufgekommen und gedacht, hier eigentlich alles entspannt so. Ja, von wegen alles entspannt, ne? Achten wir eben vor uns. Was haben Sie? Ich habe keine Munition mehr. Gut, dann gehen Sie ins Gefängnis los. Sind Sie Idiot davor? Sind wir? Ich hab ne. Auf jeden Fall die krassen Ruinen da hinten. Okay, so auf die Langstreckenwaffe wechseln. 10-4. Halt meine Heavy Gunnerwaffe, ich hab schon von Volkswagen. Mal auf die Langstreckenwaffe wechseln und das sieht irgendwie anders aus. Achtung, Jedi im Schussfeld. Wo ist denn der Rest der CTs? Sind die auch hier? Ja. Nee. Alle CTs voll zum Tor. Okay. Wenn ich wüsste, was hier abgehen würde, würde ich euch mehr erzählen, aber. Ja, erst auf den Zoll raufgeleckt, nix Schießerei. Ist das der Fenster? Einfach anzufangen. ICT, fahren wir sofort zum Tor. Okay, rechts noch ein Druck. Jetzt habe ich ein paar Meter umgestellt. Aber hier stehen bleiben. Vor allem haben sie ihr Fuck nicht an oder was? Bewegung da vorne hin, zum Tor. Zumindest jetzt fragen noch, was bringt, wenn sie uns jetzt alle auf einen Weg stellen. Weil wir gleich ein bisschen rumlaufen. Deswegen ich werde die Männer sammeln. Ja, ne? Da denken sich auch immer. So denkt nicht, dass wir mal nachdenken und überlegen, was wir tun wollen. Nee. Ja, ich hab Besseres zu tun, möchte zu sein. Spannend. Und was haben Sie Besseres zu tun? Lernen für den Theo. Spannende Sache. Ja. Immer noch produktiv werden, wenn du bald tot bist. Bin wieder hier. Ja, sind wir. So ein Private. Da oben, Leute, auf dem Berg. 1, 2, 3. Okay, alle Private Zimmer haben sie hier. Machen. Ja, der da hinten auf dem Berg. Nicht feuern. Das ist ein Mandalorianer. Achtung, Kontakt vor uns. Uff, ey.
Immer diese CT-Privates, die meinen, sie diskutieren. Und gespinnetes Verhalten. Das ist einer von uns, der da fliegt. Ja, so richtig, aber auch Druidenjäger. Zwei von ihnen stehen sich jetzt sofort an die Barrikaden am Tor. Gucken. Also, Bohrangriff haben wir anscheinend überstanden. Okay, wir müssen das auch ein bisschen löschen, aber das haben wir. Der Luftkampf haben wir gerade auch, der Volk hat einen Bomber abgeschossen. Unser Jäger war gerade abgeschossen. Nicht so gut. Einen haben wir down, perfekto. Also einen Jäger haben wir gerade schon mal abgeschossen gehabt mit unserem Blastern. Sehr gut. Sehe ich jetzt auch gerade keine. Scheint recht gut im Griff zu sein. So muss das sein. Ah, einer ist noch da. Ah, ich schätze mal, das haben wir gut hier im Griff. So auf die paar Flammen da hinten, aber naja. Ich bin übrigens jetzt Lieutenant, falls es aufgefallen ist. Schätze ich mal. Und das Port und so. Ja, das war jetzt ein Raumschlag. Nur. Das ist soweit okay, mal gucken, was hier abgeht. Nicht so viel. Bis auf Panzer an der rechten Seite. Ah, ich bin ja schon ordentlich draufgehalten mit Granaten, Raketenwerfer und so. Meine Kleinwaffe auf ihr so nix. War immer es anzuändern. Das passt schon. Wie gesagt, bin ich auch hier in der Einheitskoordinationsfunk eingegangen. Vielleicht ein bisschen Hilfe bekommen an Angriffsbefehlen oder so, aber haben wir bisher nicht. Also hatten wir einfach hier auf unserer Kampfposition die Stellung und warten auf Befehle. Das übliche halt. Ist auch das so. CT-Leben ist sehr, sehr viel mit Warten verbunden. Das ist nicht spannend. Ich möchte mal STB mit dem neuen Charakter. Ich mal vor, ich mal vor hier einen Trial-Up machen. In ferner Zukunft. Panzer von im Haupttor. Wir gehen den Körper bestärkt machen. Einfach draufhalten. No, geht doch. Und falls, war es jetzt unnötige Munitionsverschwendung, ja oder nein? No. Ja, zu welcher Art möchten Sie denn? Zu welcher Einheit möchten Sie denn? Der Dienstunit. Mhm, passt. Ich kann auch schon mal erst gut zu fahren. Achtung, Lady vorne. Okay, jetzt greifen wir gerade an.
Ja, die Schüsse waren sehr gut von mir gerade. Wir haben auf jeden Fall ein paar getroffen. Aber der Private hier ist... Davor ist halt wieder umgegangen, okay. Der Private hier ist auf jeden Fall sehr gutes Vorbild, nicht? Was eigentlich egal hat. Was geht? Raptor steht ein bisschen weiter vor als eine anderen Truppen. Sehr viel. Gucken, was hier vorne so abgeht. Ich wurde schnell Asche zurückgezogen. Kampfläufer. Also welche von uns auf dem Berg, okay? Ich sag mal, als CC steht man immer sehr, sehr oft auf defensiven Positionen rum. Wie in der Mauer da zum Beispiel. Aber warum nicht auch mal bewegen, ne? Was ist das denn da? Ziel auf uns, okay. Manuelianer. Ja, warum nicht? Mitten bei einem Schusswechsel Manuelianer. Man kennt's. Scheint jetzt wieder recht safe hier. Halt Truppen irgendwo vom Gegner. Es ist nur Luft jetzt wieder. Naja. Was wird? Das Feuer könnte man wieder ausmachen. War ist ein TMW da? Ja. Ist TMW da. Könnten die mal ausmachen, ne? Viel machen, ne? Guck mal auf die Berge und so weiter. Irgendwo erhöht die Position und dann jetzt merke ich schon da. Sie irgendwo scharf zu sehen, da oben läuft ein Klon von unten. Ja, zum Vier. Guck auf die Berge, hier ist Emerald Scharfschütze. Oben lief gerade ein Klon von uns rum. Alle Privates die Berge in Gutachtung nehmen, hier ist irgendwo ein Scharfschütze. Ein Kontakt an der Basis. Also der darf auch gar nicht auf hier, da gibt es schon mal eine Sprache. Ne, jetzt schießt er mal nicht, mal mit. Mein Gott. Ich finde den nicht irgendwie nicht sehr überzeugend. Ich habe auch die Videos hier vorne gezeigt. Scheiße. Okay, jetzt ist er. Soll hier ein Snipper sein. Ja, ich darf nicht sagen, von dem Privates wegbleiben, weil ich jetzt gerade das Einzige bin, weil der andere Lieutenant auf dem Boden liegt. Kann ich jetzt nicht so weit weglaufen? Super Druiden vorm Tor! Okay, ich schmeiß doch keine Granate. Das ist auch kein Spielzeichen. Ich weiß, was gesagt, dass ich jetzt Granate schmeißen muss, um mich jetzt hier rauszuretten, das Trotzen, aber. Also Trends sind wir auch, sind wir am Leben. Ne, schön. Weil es ja auch ein Kontakt über das du eben vom Mentor. Superkampf grün vom Tor. Ich will mal reinhalten, das ist eine Aufgabe als der Veganer. Ach, ein Jedi auf dem Schlachtfeld. Boxt sich da gerade ein GM mit einem Superkampf-Druiden? Ja. Der boxt sich ein GM mit einem Superkampf-Druiden, WTF.
Das war's mir komplett. Leute, wie es weitergeht, seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da, da auch oben, auch gerne einen Kommentar. Ich freue mich drauf und lasst mich nicht da. Jetzt meine Gegner. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüss.